Ja. Oh. Ja, ich mache nochmal einen Quick Save. Wenn wir ihn anlocken. Wow. Wo sind Sie? Ich glaube, er kann hier nicht raus. Aua. Ich glaube, der reckt uns aber sowas von krass. Also die Minen bringen nichts, weil er kommt nicht durch den Raum. Aber das heißt schon mal, dass wir hier in Sicherheit sind. Und die Musik wird gerade immer lauter. Ja, das heißt, wir sammeln nochmal die Minen ein. Und ich versuche ihm die Minen vor die Füße zu werfen oder vor die Räder oder whatever. Aber Roboter können Minen anscheinend. Doch, können sie. Ja, irgendwie. Ich glaube, die verlangen gerade zu viel von mir, ja? Ich glaube, das wird nichts. Mit VATS könnte es was werden. Sie hat keine Chance. Preston auch nicht. Wow. Also, der überhitzt. Der überhitzt. Genau wie der andere Roboter. Wenn er überhitzt, ist das unsere Gelegenheit. Wir haben nicht viel Munition, aber wir sollten es schaffen, gerade mit dem Schrot. Oh nein, er kommt durch. Er bricht durch die Verteidigung. Er kann nicht durch die Verteidigung brechen. Okay, wir brauchen alles. Nuka Cherries. Ein Psycho. Scheiße, ich will töten! Ja, das wird noch ein schwieriger Kampf. Oh Mann. Das Ding ist echt abgefuckt und der gibt mir nur Headshots, habe ich das Gefühl. Andauernd ist mein Kopf verkrüppelt. Ja, wir machen eigentlich ganz okay Schaden. Gerade mit der Schrotflinte hier, die wir gepimpt haben. Aber ich habe das Gefühl, er ist halt einfach so krass überlegen. Ja, wir machen echt guten Schaden. Aber wir müssen uns heilen, ansonsten wird das nichts mehr. Ja. Ausrechnet jetzt. Aua. Aua. So, ich glaube, wir kriegen ihn. Jetzt noch mal ein VATS voll auf den Kopf. Holy shit. Oh mein Gott. Also wir wissen, dass sowas Böses passiert, wenn er stirbt, ja? Aua. Wir hatten ihn. Und dann macht er so einen Dickmove und explodiert am Ende. Was für ein Dreck. Ja, das kann dauern. Also. Psycho. Und dann tänzeln wir wieder um die Säule rum.
Wenn er überhitzt, kriegen wir ihn. Wenn er überhitzt, wohlgemerkt. Und wenn wir auf die Füße schießen, die gucken halt immer so ein bisschen um die Ecken. Wow, ich bin zurückgeleckt. Oh Mann. Oh, wir sind wieder verkrüppelt. Ich kann meine Energie nicht sehen, wenn wir verkrüppelt sind, glaube ich. Deswegen nehme ich mal zwei. Oh, ich hätte im Pip-Boy die Energie sehen können. What? Wie wir wieder zurückgeleckt sind und deswegen Schaden genommen haben. Das ist doch abgefuckt. Ich verstehe nicht, was es damit auf sich hat, dass man manchmal um die Ecken leckt. Ist doch kein Multiplayer-Spiel. Oh oh, das sieht nicht gut aus, ja. So, jetzt nochmal ein kritischer. Das tat ihm weh, ja? Oh oh. Aua. Da gibt er uns den Nahkampfhammer. Ich glaube das nicht. Okay. Letzter Versuch. Das muss doch klappen. Ich kann doch nicht eine Ewigkeit an so einem scheiß Roboter hängen. Ich meine, das ist doch auch nur ein Kackroboter wie jeder andere auch. Scheiße, ich will töten! Sarge, mach dir keine Hoffnung. Du bist down. So gut wie. Ja, wie gesagt, mach dir keine Hoffnung, Sarge. Wieso zeigt er mir jetzt wieder meine Hitpoints nicht an? Aua, der Typ ist echt nervig. So, geben wir dir. Und noch einen. Ja, das läuft gut. Ich mache hier mal einen Quick Save. Und er überhitzt. Er sollte jetzt langsam mal kaputt gehen, oder? Aua, das war knapp. Ja, ich habe nicht vor, in dem kleinen Raum da zu bleiben, wenn er in die Luft geht. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf, dann von der Explosion gereckt zu werden. Preston, du sitzt da nur für den Hinterhalt, ich weiß. Komm, auf die Beine. Noch eins von den Dingern vertragen, falls du noch welche hast. Eröffne das Feuer. Das Ding ist so gearscht. Ich denke, dass der Rest. Oh. Schade, dass Sarge durchgedreht ist. Er hat die Burg bewacht seit schon immer, soweit ich weiß. Ich hasse dieses Ding. Und ich habe gesagt, diesmal machen wir einen platt. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht können wir durchrennen und ihn hacken, aber das wird nix. Und sie kann wahrscheinlich, ja? Jetzt mal eher gemacht, du Bitch. Mal sehen, das Passwort wusste ich mal. Gib eins auf dem Land? Nein, das war's nicht. Gib dicke Eier ein. Für das Commonwealth. Verdammt, ist so lange her. Dicke Eier, ich sag's dir. Vereint stehen wir. Ja, wie langweilig. Sicherheitsterminal. Jetzt sag nicht, da hätten wir den umprogrammieren können. Benutzeraufzeichnung. Benutzer General McGann. Angriff in der Nacht.
Letzte Nacht wurde ich gegen 0200 von einem Schlag geweckt, der die ganze Borka zittern ließ. Leutnant, oder Lieutenant, wohl eher, Lieutenant Foster hat berichtet, dass eine riesige Kreatur die westliche Mauer durchbrochen hat. Ich habe ihn gebeten, per Funk Verstärkung zu rufen, während ich durch die Tunnel ging, um die Waffenkammer zu verschließen. Kurz darauf brachte ein weiterer Schlag den einzigen anderen Ausgang aus dem Tunnel zum Einstürzen. Eigentlich ist nur ein Behemoth in der Lage, solchen Schaden anzurichten. Falls aber Supermutanten in den Hof eingedrungen sind, darf ich nicht riskieren, dass die Artillerie ihnen in die Hände fällt. Ich kann jetzt nur für gute Verteidigung sorgen und darauf warten, dass mich jemand ausgräbt. Ja, ist, glaube ich, nicht passiert. Meine Position verstärkt. Wir haben den Kampf eindeutig verloren. Ich habe etwas gegen die Panzertür hämmern hören. Doch bevor er die Tür nachgibt, werden die Wände einstürzen. Für den Fall, dass jemand versucht, den Schutt vor meinem Quartier wegzuräumen, habe ich alles an Verteidigung aktiviert, was hier unten zu finden war. Mir behagt es nicht, dass Supermutanten unsere Artillerie gegen hilflose Siedlungen einsetzen könnten. Mir geht zwar langsam das Wasser aus, aber ich hoffe, dass sich die Überlebenden neu formieren und rechtzeitig einen Gegenangriff durchführen werden. Letzter Eintrag. Das ist wahrscheinlich mein letzter Eintrag. Meine Vorräte sind aufgebraucht und ich habe jegliche Hoffnung auf Rettung verloren. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine alte Kiste Wein, die ich gefunden habe. Ich weiß, dass der Wein die Dehydrierung verstärken wird, aber mir ist es lieber, mit dem Tod mit einem guten Tropfen zuzuprosten. Ja, das ist eine Einstellung. Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen. Das war die hier, oder? Okay, dann können wir ja jetzt sexen. Habt ihr den Blick gesehen? Die ganzen Minen. Das ist... war General McGann. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Gib her damit. In Frieden, General. Ja, wir haben... Bis zu Ende. Aber die Minutemen bestehen weiter. Wir haben jede Menge Wein Nun gefunden. Nicht wegen einer Sache sentimental zu werden, die vor 40 Jahren passiert ist. Komm, wir sind fast durch. Aber darüber hinaus haben wir 100 Plasmakartuschen gefunden. Und ich hoffe so sehr, dass wir jetzt eine Plasmawaffe bekommen. Na komm, du Ding. Waffenkammer. Okay. Da wären wir. Schauen wir mal, ob man von hier noch reinkommt. Klar. Wenn einmal läuft, dann läuft. Wir müssen den Sender mit Strom versorgen, bevor ich wieder auf Sendung gehen kann. Also, hab doch gesagt, dass ich uns da reinbringe. Mal sehen, was noch übrig ist. Cooles Zeug. Lasermuskete Stufe 4 Kondensator. Artilleriebauplan. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Taktik Stufe 5. Baupläne für Artillerie. Kann ich die fünfmal aufladen? Artillerie? Artillerie? Große, dicke Kanonen? Kilometerweit entfernte Gegner wegpusten? Klingelt's da? Okay, schnapp dir die Baupläne und dann los. Vergiss nicht, auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Das klingt super. Artillerienachschub. Ja, den hebe ich jetzt nicht auf. Allerdings... Holy shit! Das Ding muss ja übelst OP sein. Ein Fat Man mit einer Mini-Nuke. Tesla-Bögen. Lasermuskete, Strahlfeuer, Zielfernrohr. Wir kriegen ganz viele neue Mods gerade. Baseballgranaten. Splittergranaten. Holy shit, wir sind im Paradies. Stealth Boys. Noch mehr. Hat er nicht gesagt, er hat keine Wasservorräte mehr? Warum steht da aufbereitetes Wasser? Ich meine, er wäre eh erst 40 Jahre später gerettet worden. Aber davon mal abgesehen.
So, sprich mit Ronnie. Boah, wie wir leuchten. Ich muss einfach einen Schuss abfeuern. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen. Ja, wir gucken mal, was die Artillerie denn so kostet. Spezial. 2 Stahl und 3 Zahnräder. Ja, Zahnräder sind immer so eine Sache. Aber das machen wir später. Wir brauchen nämlich generell ziemlich viel Stahl hier. Wobei, wir können bestimmt irgendwas entwerten, was auf dem Weg nach draußen liegt. Oder? Irgendwo müssen wir doch Stahl herkriegen. Na du? Hier kommen echt schnell neue Leute hin, habe ich das Gefühl. Das ist ein Bett, das ist ein Laden. Stahl und Schrauben. Finde ich gut. Es gab doch noch mehr Munitionskisten, oder? Stahl und Holz. Ja, die Fässer werden geplündert. Stahl. Alu. Stahl. Ja, das sollte reichen für zumindest einen neuen Generator. Weil der Strom hier ist ein bisschen knapp. Ist angeblich immer noch nicht genug. So, und dann brauchen wir noch ganz viele Zahnräder. Okay. Wofür bist du eigentlich? Für die Beleuchtung im Haus? Okay. Stahl haben wir. Zahnräder sind immer so eine Sache. Zahnräder sind immer echt übel. Können wir draußen oder in der Waffenkammer vielleicht noch Zahnräder auftreiben? Wir brauchen auch noch... Nee, wir brauchen nur noch 5 Zahnräder. Wir markieren die mal für die Suche, damit wir angezeigt bekommen, wo überall überhaupt welche drin sind. Schraube. Stahl. Würden wir eh nicht kaputt machen. Nein. Als wenn ich den kaputt machen würde. Das sind Lasergeschütztürme, die ich einfach so aufstellen kann? Oh mein Gott, einlagern. Hey, die brauchen nur Strom und dann produzieren die Schutz, ja? Ja, wir müssen irgendwie Zahnräder besorgen für hier. Ich weiß auch schon wie. Ja, ich mach mal eben einen Cut und wir sehen uns jetzt in einer Sekunde in der Tankstelle wieder. Da sind wir wieder in unserer heiligen Tankstelle. Wir haben hier eine Menge Schrott. Das ist eine gute Einleitung, um in die Tankstelle zu gehen, oder? Nein, ich suche die ganzen Taschenuhren, die wir gefunden haben. Golduhren, Zahnräder, 2 Stück. Wir haben auch silberne Golduhren, meine ich. Silber, Silber. Taschenuhr, 4 Stück. Dann haben wir noch Taschenuhren so. Ne, haben wir nicht. Schade. Wenn ich das nach Item-Typ sortieren lassen könnte, das wäre gut. Wakemaster-Wecker, fast. Wir wollen auf jeden Fall noch was mit Keramik. Da haben wir ja Tassen, jede Menge. Oder auch nicht. Aschenbecher haben wir aber. Aschenbecher, oder auch nicht. Doch, da einer. Einmal Keramik. Ja, mir geht es so ein bisschen um Strom auch wieder hinten. Deswegen gucke ich, dass ich so ein paar Sachen jetzt auftreibe.
Kupfer brauchen wir. Glas, Zeug, Plastik, Stoff, Asbest. So viel Zeug. Da, Kaffeetassen. Die habe ich gesucht. So, dann. Was kriege ich denn aus Knochen? Aus Knochen kriege ich Knochen. Okay. Das macht Sinn. Ja. Nehmen wir. Ja, ich glaube, das war's, was wir brauchen. Nicht, dass wir eh mehr Zahnräder hätten. So. Ja, das wette ich auch, du. Auf jeden Fall sehen wir jetzt wieder uns in der Burg. Zeit für Artillerie, ja? Artillerie. Ja, die ist groß. Aber so eine Artillerie, die muss auf einen Turm. Die muss einfach auf einen Turm. Und eine Artillerie sollte ja auch keinen Strom brauchen. Deswegen geht das wunderbar. Eigentlich muss die auf so ein Eckding hier. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja. Oh. Das sieht gut aus. Ja, und dann muss ich noch jemanden zuweisen. Das sollte auch kein Problem werden. Weil hier kreucht und fleucht ja jetzt schon wieder ein neuer rum irgendwo. Ey, du. Du bist für den Radiosender zuständig. Okay. Du bist Ronnie Sean. Hier muss doch noch irgendwo so eine Penisbacke rumlaufen. Ach, Preston. Du bist auch eine Penisbacke, aber dich meine ich nicht. Hier müssen doch irgendwo die ganzen Opfer sein. Wo sind sie denn? Mein Gott. Kann doch nicht sein. Wenn man euch einmal braucht, ihr Schmocks. Eben seid ihr überall rumgerannt und habt mich behindert bei der Suche nach meinem Zeug. Und jetzt ist kein Schwein mehr von euch in der Nähe. Ey, das ist so typisch. Es ist einfach so typisch. Warum ist das in Spielen immer so? Wenn man jemanden braucht, ist niemand da. Wenn man niemanden braucht, dann sind alle nur am Nerven. Ja, ich suche mal eben einen, dem wir die Artillerie zuweisen können. Seht euch den Pisser an. Ja, Minuteman. Du, junger Mann, bist jetzt für die wunderbare Aufgabe verantwortlich, ganz viele Sachen in die Luft zu sprengen. Oh ja. Also, ab an die Arbeit. Ist jetzt zugewiesen. So, jetzt können wir mit Ronnie reden und Preston wird wahrscheinlich wieder voll einer abgehen und er gist wieder das ganze Castle voll, dass die Wände wieder einbrechen. Mann, Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Ja, Radio Freedom. Okay, General, wenn du mich hören kannst, sind wir bereit. Wirf eine der Rauchgranaten ins Testgebiet, damit wir mit dem Probeschüssen anfangen können. Oh, shit. Rauchgranate, wo sind sie denn? Da. Kommt da was? Das Ding rollt voll rum, ja? Ich glaube, irgendwie war das nichts, ja? Wie sieht's denn da hinten aus? Das sind irgendwelche NPCs, wovon einer fast down ist.
Egal, wir versuchen es nochmal. Sie hat doch gesagt, das kleine Haus. Ist sie doof? Wieso feuert denn niemand? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, das weiß ich doch. Aber warum feuert da niemand? Da muss doch jemand sein. Ist der vielleicht einfach nicht mehr in Reichweite gewesen? Das muss doch gehen. Vielleicht soll ich das Ding einfach woanders hinstellen. Vielleicht ist der Ort ja wirklich kacke oder so. Ne, ich kann das Ding auch nicht mehr bewegen. Von daher wird der Ort super sein, aber irgendwie klappt das mit den Rauchgranaten nicht so, wie es soll. So, Karte, Daten, genau. Ja, mir wird auch nichts mehr auf der Questanzeige jetzt angezeigt hier. Das sollte eigentlich funktionieren, glaube ich. Glaube ich aber auch halt nur. Ja. Hierhin. Das funktioniert nicht so, wie es sein soll, glaube ich. Ich könnte jetzt offscreen ein bisschen rumexperimentieren, aber wahrscheinlich geht es dann genau dann. Sind wir vielleicht außerhalb der Reichweite? Sind wir vielleicht innerhalb der, des Minimalradius, wo er nicht schießen kann? Weil dann werfe ich nochmal weiter. Keine Chance, das Ding funktioniert absolut nicht. Ja, wir sprechen Ronnie nochmal an, weil da kann ja nicht sein, dass die uns hier verarschen. So, Kollege Ronnie. Warum geht der Scheiß nicht? Was funktioniert da nicht? Können wir ein paar Sachen tauschen? Das ist super. Du markierst das Ziel mit Rauch. Wir versuchen es zu treffen. Ja, habe ich gesehen. Funktioniert ganz toll, Ronnie. Halt die Klappe, du Bitch. Mein Gott, kann doch nicht sein. Warum funktioniert das nicht? Du da. Mach, dass du wegkommst. Okay. Jetzt können wir das schieben. Okay. Dann wird das jetzt geschoben an eine sinnvollere Station und nicht aufs Meer hin. Wir sind ja nicht in Assassin's Creed, wo Schiffe abgeschossen werden müssen. Wisst ihr was? Ganz, ganz easy. Weil hier sollte ja kein Hindernis irgendwie im Weg stehen. Es muss ja nicht gut aussehen, es soll funktionieren. Das ist die Hauptsache. So. Du, hässlicher Typ. Geh daran. So, und ich will, dass du da jetzt sofort dran gehst, du Penner. Ja, sieht gut aus. So, dann habe ich mein Radio Freedom an. Wir machen mal kurz ein anderes Radio an. Ich höre irgendwie gar kein Radio. Das ist mein Spiel. Jetzt höre ich Radio, okay. Dann Glück auf.
Können wir sagen, was ihr wollt. Das kann doch nicht so gewollt sein, oder? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich, dass du dieses scheiß Ding abschießt. Okay, ich probiere mal ein bisschen offscreen rum, weil irgendwas klappt hier nicht.